Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge, nach dieser erfolgreichen Folge, die wir hatten mit Dorf finden und dem letzten Deer, habe ich jetzt vor, vielleicht hier eine kleine Base aufzubauen, also hier eine kleine Mauer, um das Dorf zu errichten, eine zwei hohe Mauer, damit hier keine Viecher reinkommen. Wie weit geht denn der Weg hier? Wahrscheinlich muss ich hier den ganzen Weg hier. Machen. Obwohl irgendwie ist das unnötig. Da habe ich dann jetzt gerade doch nicht so richtig Bock zu. Aber irgendwie habe ich Angst, dass jetzt irgendwelche Skelette oder so kommen. Deswegen würde ich hier ganz gerne alles ausleuchten. So, am allermeisten Zombies, die die Villager dann hier umändern. So, das ist ein Lederhosenverkäufer, das ist ein Kohle. Ja, aber eigentlich würde ich ganz gerne einen haben, der Bücher handelt, weil wir dann vielleicht einen Mending-Buch-Typen bekommen könnten. Ah, hier scheint 33 Papier. Explosionsschutz, ja. Also gut, dass ich weiß, dass es hier dann Leute gibt, die sowas machen, handhaben. Okay, gibt es hier vielleicht irgendwo ein Meer oder so, damit ich mir hier. Nee, aber hier ist unendlich Wasser drin, also müsste ja sein, oder? Ja. Okay, dann baue ich mir hier schnell kleines Wasserterritorium auf, um auch angeln gehen zu können. So. Super, das sieht toll aus. Okay. Anscheinend waren die Weizen noch gar nicht gut, gut zu wissen. Hobbygärtner. Was gibt's denn hier für Fortschritte? Vermehre zwei Tiere, ja, das hatte ich gerade. Vermehre alle Tierarten, was? Ausgewogen ist alle. Ach so, 7 beim Wachsen zu. Das habe ich. Natürlich gucke ich dir beim Wachsen zu. Das habe ich natürlich auch schon gemacht, so. Ich frage mich gerade, warum hier kein Zombie oder irgendwas kommt. Statistiken finde ich eigentlich auch immer sehr interesting. Okay, hier scheint nichts Interessantes zu sein. Schmiede ist leider. Und ich habe schon wieder eins weggebaut, was nicht fertig war. So, hier ist eins fertig, hier ist eins fertig. Und Creeper. Und Spinne. Und ich habe kein Schwert. Und ich habe gerade noch gesagt, ich hoffe, ich habe mich gewundert, warum nichts kommt. Echt Creeper und in diesem Projekt, das läuft echt immer super mit diesen Viechern, ey. Puh, das war knapp, Jung. So, hallo. Ich bin euer neuer Verkumpeler hier, ja. Ist nett, bei euch zu wohnen hier. Okay. Ich bin gerade überlegen, ob ich vielleicht doch besser einfach eine Mauer bauen soll. Also nur um ein Haus, nicht um mehrere Häuser, sondern einfach nur um ein Haus. Und dabei dann noch, was ist das denn hier eigentlich für ein Haus? Wie komme ich denn hier rein? Ach so, anscheinend von hier. Ja, die Tür ist nur ein bisschen hochgesetzt. Okay. So. Was handelt der so? Der handelt verrottendes Fleisch und Gold. Hier Speicherschacht. Und hier ist einfach Erde drin. Einfach. Ja. Ihr habt schon tolle Häuser, muss man euch lassen. Ach, hier ist doch eine Schmiede. Wusste ich doch. Eisenbrustpanzer, Brot, Eisenspitzhacke, Rüstung und Obsidian. Ich hätte es natürlich abbauen müssen. Ja, war total schlau von mir, total klug, ja. Auf jeden Fall. So, okay. So, ich glaube, ich baue jetzt einfach mal hier um dieses Feld. Und hier drum einfach mal eine zwei hohe Mauer. Jetzt habe ich die ganzen Steine mal weggeschmissen, ne?
Das war natürlich sehr klug, Jung. So, ich glaube, hierdurch kommt schon kein Viech so. Dann mache ich mir mal schnell ein Trüchen. Werkbank. Wo habe ich denn jetzt eigentlich mein Wasseroratorium aufgebaut? Ach da, okay. Werkbank, so. Und ach, Stein habe ich ja jetzt nicht mehr. Und Eisen habe ich auch nicht mehr, oder was? Ich bin echt der, also der klügste. Ach doch, Eisen habe ich noch, gut. Auf zur Schmiede. Wo war sie? Hier. Sehr geil. So. Ich baue hier drum, baue ich dann einfach nochmal einen kleinen Schutz. Weil ich habe echt gerade keinen Bock auf irgendwelche Viecher. Und dann baue ich hier nochmal einen kleinen Zaun für Tiere. Und dann vermehre ich die da. Gut, ich hoffe einfach, dass hier dieser Bücher-Dings drin bleibt. Jo, ja, dann ist ja. Dann ist es ja kein Problem hier. Okay. Und dann schreibe ich mir hier die Koordinaten auf und dann komme ich hier mal zurück, wenn ich dann die Base aufgebaut habe. So, wie sieht es denn hier jetzt aus? Ah, gut. Ich habe sogar noch eine Steinachse. Doof bin ich eigentlich. So, hier hin. Das abbauen. So. So, dann hier hin und hier hin. Alles klärchen. Dann hier eine Verbindung setzen. Gut. Hier ist auch nochmal so ein Buch-Dings. 25. Ach, der tauscht nur Bücher. Der tauscht nur. Warte mal, dann baue ich den hier ein. Mir dann auch so leid für dich. Ja, geh mal hier runter, Jung. Hallo. Ja, ich würde dich gerne hier runterschieben. Okay, das geht anscheinend nicht. Boah, steht er da jetzt auf dem Stein drauf oder was? So, und runter mit dir, Jung, hier rein. Dankeschön. So. Okay. Dann kann ich ja dann mal. So. Eigentlich hätte ich den jetzt auch freilaufen lassen können, aber gut. So, dann baue ich hier nochmal zu. Dann lasse ich den doch freilaufen. Ich bin sozial. Hier, komm raus, Jung. Ja, das auch frei rumlaufen. Okay, und dann hatte ich hier alles zu, ne? Dann geht's hier weiter. Baue ich hier nochmal einen kleinen Schutzwall auf. Und ich habe schon wieder kein Holz mehr. Wird der Baum noch abgeholzt? So. So, dann beende ich hiermit auch diese Folge. Dann bauen wir in der nächsten Folge den Schutzwall und vermehren die Tiere, um ein bisschen Leder zu bekommen und Essen und so andere Sachen. Und dann baue ich mal das Portal auf hier in der Base und gucke dann mal, ob wir dann in die
Hölle gehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Und tschüss.